Willkommen zurück hier bei Gothic 2, die Nacht des Raben, auf dem letzten Streifzug durch Sumpf- und Banditengebiet. Auf der Suche nach der letzten bisschen Erfahrung, nach der letzten Weidenbeere. Okay, die Beere jetzt nicht unbedingt, ich nehme sie mit, wenn ich sie kriege. Genauso wie die Waldbeere. Aber brauchen tue ich die eigentlich nicht. Sumpfkraut? Sumpfkraut, yay, Sumpfkraut ist gut. Aber seht ihr mal, wie schlecht ich hier alles so abgesucht habe. Ich dachte nämlich beim letzten Mal ja schon, ich wäre hier relativ ausführlich durchgegangen, aber das bin ich scheinbar gar nicht mal so sehr. Hm? Nee, bin ich gar nicht. Guck mal, eine Heilwurzel für 30 Lebenspunkte oder einen richtig guten Heiltrank. So, dann haben wir hier Tom. Wie geht's dir denn? Erzähl mal. Esteban ist tot. Ah. Echt? Mann! Das nenne ich Glück. Wer hat das getan? Sagen wir einfach jemand, den du kennst. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Jetzt kann ich wieder ins Lager. Ha, siehst du mal. Habe ich doch tatsächlich hier nochmal Erfahrung abgestaubt. So, bei der Truhe war ich schon. Da gibt's nichts Neues. Ich könnte hier schlafen, aber mein Mana und mein Leben sind eh voll. Und ich habe nochmal geguckt, ich brauche knapp 7000 Erfahrung. Jetzt brauche ich noch 6400 für die nächste Stufe für Monster schrumpfen. Genau. Das ist, glaube ich, machbar. So viel ist es ja gar nicht. Also so verglichen mit dem Anfang ist es natürlich schon viel, aber so jetzt... Nee, das passt schon. Zwei, drei Folgen vielleicht noch. Maximal. Genau. Dann würde ich aber natürlich gerne nochmal zwei Stufen aufsteigen, damit ich mir noch einen weiteren Zauber daraus lassen kann. Wie gesagt, entweder die Todeswelle oder den Feuerregen. Eins von beidem. Oder die Armee der Finsternis. Die wäre natürlich auch cool. Weiß ich gerade nicht. Ich gehe nochmal durch und rede mal mit allen. Du. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Neues. Handeln. Oh ja, hast du Tränke? Lass uns handeln. Weil, wie gesagt, ich... Oh, großartig. Ich komme hier ja nie wieder her. Gib mir alle Tränke, die du hast. Wie kriege ich die? Was brauche ich denn nicht? Ich habe einen Steinbrecher gefunden. Ich habe ein edles Langschwert. Das macht genauso viel Schaden. Gibt mir aber noch einen Bonus. Das heißt, das ist besser. Dann... Stab der Feuermagier. Ja, da bin ich nostalgisch. Aber den kannst du haben. Die würde ich gern behalten. Das kannst du haben. Die kannst du haben. Schwarzes Erz, das ist witzig. Da will ich immer noch zeigen, was es damit auf sich hat. Keine Sorge, das kommt noch irgendwann. Ansonsten hätte ich Dietrich im Angebot, aber nein, den möchte ich ihm gerne hergeben. Ich könnte ihm Erzbrocken verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich Erzwaffen brauche, um ehrlich zu sein. Aber ich brauche noch 225 Gold. Wo kriege ich die her? Guck mal, die ganzen Fackeln. Da reicht mir 5 auf jeden Fall aus. Ansonsten... Runensteine vergiss es, kriegst du nicht. Genauso wenig wie die Laborwasserflaschen. Wie Runensteine. Ach, dessen Runensteine. Egal. Kriegst du nicht. Okay, meinetwegen das Erz. Meinetwegen. So. Und dann... Ach komm, guck mal. Ich hab doch noch nie eine Armbrust benutzt. Ne? Weg damit. Auch keine Bolzen. Also, keine Bolzen, weg damit, gib mir... Fünf Geld! Da kann ich mir noch so eins nehmen. Sehr gut. Jetzt habe ich aber endgültig kein Gold mehr. Ich könnte ihn natürlich umlegen. Hey, warte mal, das ist eine gute Idee. Das mache ich aber erst am Schluss, weil ich nicht weiß, ob dann alle auf mich sauer sind. Ich könnte ihn umlegen und ausrauben. Und das Ganze wäre natürlich moralisch einwandfrei, weil das sind die bösen Banditen hier. Oder so. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Na gut, dann lass ich dich in Ruhe. Banditen ohne Namen haben nichts zu sagen. Ramon. Der hat auch nichts zu sagen. Schade. Wissen die eigentlich, dass ich Raven umgelegt habe? Wissen die überhaupt, dass Raven tot ist? Das ist eine gute Frage. War ich hier denn nochmal, nachdem ich Raven umgelegt hatte? Keine Ahnung.
Sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ach, das ist der, den ich gerade reingeholt habe. Genau. Der da hinten. Ich komme später wieder. Ich muss keine Tiere ausnehmen. Das kann ich für viel zu gut. Du. Snuff. Wie läuft der Laden? Wie läuft der Laden? Gut. Esteban. Estebans Ableben. Ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Mir was zu trinken? Oh, warte mal. Hast du Heiltränke? Gib mir was zu trinken. Nein, hast sie nicht. Schade. Und der Geschicklichkeit. Ja, brauche ich nicht. Aber jetzt erinnere ich mich, denn hier drin war auf jeden Fall eine Truhe, die ich nicht öffnen konnte, als ich meinen Mangel an Dietrichen hatte. Oder habe ich die mittlerweile schon geknackt? Okay, die habe ich mittlerweile schon geknackt. Gut, dann ist auch das hier erledigt. Oder es hat jemand anderes für mich erledigt. Wer weiß. Wie auch immer. Ist hier oben jemand? Keine Ahnung, es ist 18 oder 15. Ich schlafe trotzdem mal bis zum nächsten Tag. Weil ja, auf Dunkelheit habe ich einfach keine Lust. So, ja. Da muss ich Licht machen und Licht ist doof. Licht machen ist doof. Dann habe ich entweder nämlich eine Fackel in der Hand oder es kostet Mana. Und beides passt mir nicht. Ich will zaubern können jederzeit. So, den hier, den hatte ich glaube ich erledigt. Genau. Zu seiner Truhe hatte ich einen Schlüssel gefunden. Von daher ist das auch in Ordnung. Ach genau, stimmt gar nicht. Da ist tatsächlich einer, der keinen besonderen Namen hat, aber trotzdem irgendwie mir was beibringen kann. Ah! Ich habe Sumpfkraut für dich. Yep. Siehst du, mal noch ein bisschen Erfahrung gemacht. Fortunos Truhe. Die nehme ich mal lieber nicht aus. Ich mag Fortuno und ich will vor allem nicht, dass er mich angreift. genau, da ist ja noch Fisk. Zu Fisk gehe ich gleich. Mit 50 Gold kann ich da nicht allzu viel anfangen. Ah, Uno. Zeig mal, was du hast. Genau, zeig mal, was du hast. Du hast auf jeden Fall Goldbrocken. Genau, das ist Stahlpaket. Rohstahl. Nee, komm. Ich könnte ihm die ganzen teuren. Ja, komm. Also, das die werde ich doch eh nie benutzen. Ich will sie natürlich trotzdem behalten, falls ich sie doch irgendwann benutzen kann oder will oder sollte. Das ist so schwierig. Das hier brauche ich auf jeden Fall nicht, da bin ich mir sicher. Das habe ich früher auch immer gesehen. So. Und vielleicht sollte ich den magischen. Wie viel Geschick habe ich? 43. Ja, ich weiß nicht. Alle sind gerannt wie die Hasen, ich war ganz allein. Vielleicht kann ich das doch noch benutzen irgendwann. Ich habe noch ein paar Tafeln, die mir eine Geschicklichkeit erhöhen. Ich weiß nicht, ob wir sie bringen, aber falls ja, möchte ich so lange den Bogen behalten. Falls nicht, kann ich ihn dann auch immer noch verkaufen. Hey Fisk, wie läuft der Laden? Zeig mir deine Ware. So, Fisk, du kriegst von mir erstmal. Nee, Quatsch, da war ich ja schon. Oh, Äpfel. Ich habe 65 Stärke. Ich muss mal eben schauen. Ich habe 65 Stärke. Gibt es dann irgendeine Waffe, die ich tragen kann? Mit 6, mit 68. Das nächste wäre 105. Uiuiuiuiui. Oder 50 Geschick. Aber das war ja ein Einhand. Das ist nicht so gut. Ich habe schon mit 2 Händen, mit 105 Stärke. Zeig mir. Wie viel kosten die denn? Die kosten 80. Kann ich auf jeden Fall leisten. Gib mal her. Und dann, was brauche ich mehr? Leben oder Leben oder Mana? Ich würde mal sagen, im Zweifel Mana. Weil ich habe genug zu essen dabei. Das dauert dann zwar ein bisschen länger, aber im Prinzip funktioniert es dann trotzdem. 70 Schaden, 70. Ah, ich mache mehr. Yo, okay. Dann habe ich doch, glaube ich, noch Goldbrocken. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Oder habe ich mich da gerade getäuscht? Ich habe Gold. Ah, nee, ich habe alte Münzen. Ich habe keine Goldbrocken. Gut. So, Raven ist tot. Was habt ihr denn dazu zu sagen? Hey, du.
Gar nichts. Okay. Überhaupt nichts. Okay. Ja, nüscht. Na dann. Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass ihr da nichts zu sagen habt, aber okay. Gut, und hier drin habe ich ja schon alles erledigt. Die Frage ist, ob es hier neue Gegner gibt. Nee, okay, da gehe ich jetzt nicht rein. Das dauert jetzt dann doch irgendwie ein bisschen zu lang. In die Mine würde ich allerdings nochmal kurz einen Abstecher machen. Weil da gab es, glaube ich, einen Minecrawler an der einen oder anderen Stelle. Ach genau, da links, da konnte ich aus der Welt rausklettern. Das weiß ich auch noch. Das lasse ich jetzt aber lieber mal. Muss ja nicht sein. Gut. Andersrum gefragt. Hast du... Lass uns handeln. Heiltränke. Ja, du hast auch noch Heiltränke und Mana-Tränke. Okay. Okay, also das mit dem Banditenlager niederknüppeln, das werde ich... Das hatte ich zwar im Kopf. Ich glaube, ich habe es so gar nicht angesprochen, aber ich hatte im Kopf, hier alles niederzuknüppeln. Ich glaube, das lasse ich mal lieber, solange die noch Dinge haben, die ich kaufen kann. Weil wenn es nämlich irgendwie schief geht und ich es nicht schaffe, aber alle gegen mich aufbringe, dann komme ich an diese Tränke nicht mehr ran. Das fände ich dann doch irgendwie blöd. So genau, hier hinten war das. Hier hatte ich mich mit... Boah, wie hieß der denn? Hab ich vergessen. Mit so einem Schläger geprügelt. Garatz, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Hey! Wow, Mann, hier gibt's echt eine Menge Gold. Um an die Brocken ganz oben zu kommen, bräuchten wir schon eine Leiter. Aber seit dem Fall der Barriere benutzt niemand mehr Leitern. Ist eigentlich sehr schade. Das stimmt nicht ganz. Im Sumpf draußen ist eine Leiter. Problem ist natürlich nur, ich kann die Leitern nicht transportieren. Sehr geil, seit dem Fall der Barriere. Ja, du kannst, da die Barriere gefallen ist, problemlos ins Wiental reingehen und den Leiter holen aus der alten Mine zum Beispiel. Ne? Nur mal so nebenbei. Wie hieß denn der, mit dem ich mich hier geprügelt habe? Bloodwin war es, genau, Bloodwin. Den habe ich doch geköpft danach. Oder zumindest hatte ich seinen Kopf dabei. Vielleicht ist er auch abgefallen einfach. Ja, bestimmt ist er abgefallen. Ich würde ja sowas nie tun. So, ich hack mal ein bisschen Gold. Einfach mal hacken. Yay! Ein Goldbrocken. Goldsplitter fliegen durch die Gegend. Yay! Mein Wissen gesteigert. Plus 2. Wie gut kann ich das denn? Wo steht das denn eigentlich? Keine Ahnung. Trümmerschlag. Boom! Oh, war ich das? 42%. Haha. Plus 3. 45%. Ups. Immer noch 45%. Ah, und gelegentlich kann ich einen Trümmerschlag machen. Ah, jetzt ist im Klumpen nichts mehr zu holen. Das ist ja witzig, warum ich das damals nicht gemacht. Ich hack mal nochmal ein bisschen drauf los. Oh, Trümmerschlag. Krass, okay. Also bei dem Trümmerschlag, dass es da so wackelt, das ist definitiv, das liegt definitiv an mir selbst. Oh ja. Oh ja, es ist gut. Ich mach das jetzt mal eben noch, bis hier dieser Klumpen leer ist. Weil dann kann ich ja meine Goldbrocken gegen Gold eintauschen. Ich habe gerade ein bisschen wenig Gold. So. Hey, du. Wer von euch war das? Paul war es nicht. Hey, Finn. Du. Kannst du meine Fähigkeiten im... Bei dir wird erfahren. Ich bin ein erfahrener Goldschürfer. Hey. Was? Warum ist er plötzlich hinter mir? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hey, Crimson. Hey, du. Ich glaube, ich kriege 9 Gold... Lass uns draußen, tauschen. Wenn ich die Goldbrocken verkaufe. Und hier kriege ich 10. Ja, kannst du haben. So. Kannst du... Klar! Oh oh. Das war vielleicht nicht so klug. Aber immerhin habe ich jetzt wieder ein bisschen Gold. 235. So, gab es da unten noch was? Ich überleg mal gerade. Ich glaube, da unten gab es irgendwo auch noch meinen Crawler. Ich glaube, es war ganz unten, oder? War es ganz unten? Nee, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Oder war es da drin? Ja.
Ah, genau, hier ist er. Der kleine Schrein von Baby Yar, wie es aussieht. Okay. Hier ist aber auch nichts mehr. Ach genau, hier. War das hier? Habe ich hier so einen Geist beschworen? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, gut. Ha, da komme ich hoch. Zumindest theoretisch. Wenn ich da hochfliegen könnte, kann ich aber nicht. Ist ja nicht wie Morrowind, dass man hier Tränke trinken kann und dann ganz hochspringen. Ja, Morrowind, wenn ihr es nicht kennt, ein sehr witziges Rollenspiel. Der Vorvorgänger von Skyrim, der Vorgänger von Oblivion. Sehr empfehlenswert. Aber gut, das nur am Rande. So, ich bin hier weitestgehend fertig im Banditenlager, wie gesagt. Es gibt nur noch ein paar Tränke, die ich holen würde, und dann würde ich gerne allen mal aufs Maul hauen. Einfach weil sie Banditen sind und böse. Außer vielleicht den Sklaven, die können wirklich nichts dafür. Aber die werden mich vermutlich angreifen, wenn ich damit anfange, von daher kriegen die dann unweigerlich auch was ab. Was soll's. Gut, ich kürze hier mal eben ab, indem ich zurückgehe und mich dann zum Sumpf teleportiere. Denn dann bin ich ja... Na, hier, da drüben müsste das sein, das Lager der Banditen. Genau. Das ist auf jeden Fall kürzer, als davon drinnen selber direkt rauszulaufen. Banditen... schau mal einer an. Edgar und ein Bandit. Mit den beiden komme ich, glaube ich, zurecht. Erstmal schauen, ob es was Neues gibt hier. Nö. Dann habe ich hier noch einen Pilz gesehen. Ist zwar leider der falsche, aber... Ja, was soll's. So, und dann... Zack. Na, warte. Oh, kriege ich den so pur? Ja, 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 alles gut. Yep, alles gut. Ah, sehr schön. Endlich wieder Dinge, die ich verkaufen kann. Und ein bisschen Erfahrung. Und wie gesagt, da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Das sind böse Banditen. Die haben es irgendwie schon verdient, hier ein bisschen bestraft zu werden. So, apropos, Lernpunkte, fällt mir gerade auf. Ich brauche ja gar nicht nur die Lernpunkte für den Zauber, ich muss ja auch meine Sprache mal irgendwann lernen. Ne, und so. Tja, damit ich die Tafeln lesen kann, die höchsten Tafeln, die Stufe 3 Tafeln. Was tue ich zuerst? Ich glaube, ich lerne zuerst den Zauber, weil dann kann ich Dämonen und Trolle jagen. Und umso leichter... Wow! Und dafür dann umso leichter weiterleveln. Um die Sprache zu lernen. Ach, verdammt. Das hat nicht geklappt. Naja, was soll's. Ich krieg dich hoffentlich mit dem Blitz. Ja, geht schon. Es geht, es geht, es geht, es geht. Ich meine, so schnell sind die ja nicht. Nichts zu plündern. Eigentlich war das Einfrieren auch umsonst. Wenn ich mir so anschaue, wie langsam die sind. So, wo ist der Dritte? Da ist der Dritte. Ab. Okay, das hat nicht ganz gereicht. Zombies, sehr schön. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die schon da waren, als ich hier war zuletzt. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, da war irgendwo im Sumpf waren Zombies, vor denen ich geflohen bin. Also es lohnt sich, glaube ich, schon hier definitiv. Da ist nichts zu holen. Nochmal herzukommen. Einfach um hier nochmal alles abzugrasen.
So, und ihr wisst, wie das ist. Ich bin leicht angeschlagen, also esse ich Pilze. Und dann esse ich Äpfel. Wie viel Stärke habe ich? 65. Bin ich vollständig geheilt? Ja, schade. Also schade im Sinne von, ne? Wisst ihr ja schon. Ihr wisst Bescheid. Schade im Sinne von, ich kann jetzt zwar die Äpfel essen, aber das wäre Verschwendung. Und meine Hoffnung ist natürlich, die Stärke zu kriegen und die Äpfel dabei nicht zu verschwenden. So, Grundfliege, komm mal her. Ah, das sind zwei. Guck mal. Boah, ist okay. Hey, Waldbeere. Hier lag auch noch irgendwas. Ach, nochmal eine Beere. Hi, ohne Heilpflanze. Hey, war ich ja schon mal? Ist hier was Rotes auf dem Boden? Ach, das ist Blut. Okay. Dachte schon, ich hätte vielleicht so ein Kreuz übersehen. Aber nö. Okay. Alles gut. Da ist noch ein Sumpfhai. Ich glaube, da hinten... Ja... Sumpfgolem, genau. Vor denen muss ich mich in Acht nehmen. Die Sumpfgolems, mit denen komme ich noch nicht zurecht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit denen zurechtkomme. Ich werde es mal ausprobieren. Einfach indem ich jetzt speichere und mich dann mit einem anlege. Aber ich bin skeptisch. So, 480. Das ist auch das Letzte, was ich dann heute tue. Aber ich würde das jetzt gerne noch wissen. So, kann ich dir mit dem Blitz was anhaben? Tatsächlich kann ich. Und dann kann ich dir mit Magie aber nichts anhaben. Mit meiner Waffe. Genau. Das funktioniert leider nicht. Ich warte mal hier eben weg. Nicht gut, gar nicht gut. Das Problem ist, ich bin gerade festgelockt in der Animation. Weiß ich gerade nicht warum, ist ein Bug. Ich glaube, das hört auf, sobald ich aus dem Wasser rausgehe. Ich hoffe jedenfalls, es hört auf, wenn ich aus dem Wasser rausgehe. Ja, tut's. Okay, das war, weil ich die Waffe wegstecken wollte, so rum. Okay. Und das kann natürlich nicht während er wartet und... Naja, wie auch immer. Ein letzter Test gegen den Sumpfgolem ist mein Eisblock. Aber dafür muss ich ein bisschen näher ran, damit ich da nicht daneben treffe. Wenn das nämlich klappt, dann könnte es tatsächlich noch funktionieren, wenn ich damit einfrieren kann. Aber... Na. Okay, nehme ich mir den Golem. Ja, okay, das funktioniert. Problem ist aber halt, ich mache echt keinen Schaden. Also von daher, nee, lass mal. Nee, ich mache keinen Schaden, das funktioniert nicht. Die Golems hole ich mir, wenn ich sie klein machen kann. Genau. Und den Streifzug durch den Sumpf, den werde ich dann beim nächsten Mal fortsetzen. Jetzt werde ich aber erstmal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hatte ja gedacht, dass ich ein bisschen weiterkomme, aber hui. Geh mal weg. Das geht ja mal gar nicht. So, haha, ein kleiner Schocker zum Ende. Und noch einer. Ach nee, nur Ratten. Okay, das ist wirklich ein kleiner Schocker. Dass da plötzlich so eine Ratte von hinten angeschlichen kommt. Tja, so kann's gehen. Guck mal noch in so einen Fall. Also, ich muss sagen, so erfahrungstechnisch, ne? Hat sich das ja schon so ein bisschen gelohnt, hierher zu kommen. Es freut mich, dass mein kleiner Umweg hier nicht ganz umsonst war. Aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.